Lebst du in einem Haus oder einem Zelt? Ein Haus ist was richtig Festes, etwas Großes, etwas Sicheres. Ein Zelt, ach, ist eher was für den Übergang, manchmal nicht so bequem. Ein Haus richtet man sich richtig schön ein. Man tapeziert die Wände, man legt Teppich rein, man hängt Bilder auf. Ein Haus ist was für Jahre, Jahrzehnte, manchmal mehr als das halbe Leben oder das ganze Leben. Ein Zelt, naja, man hängt mal eine Lampe auf, eine Luftmatratze. Aber ein Zelt ist eher was für Tage, für Wochen, für einen Campingurlaub. Lebst du in einem Haus oder einem Zelt? Das meine ich in einem übertragenen Sinn. Die Bibel sagt, unser Leben hier auf der Erde gleicht eher einer Wanderschaft, einer Pilgerschaft. Wir sind ein Gast auf Erden. So wie ich hier durch den schönen Wald laufe, so laufen wir im Grunde durch unser Leben auf der Erde. Und wir haben ein Ziel, etwas vor uns, die Ewigkeit. Pilger auf dem Weg zur Ewigkeit. Und das Leben hier, diese 70, 80, 90 Jahre, wenn es hochkommt, ist nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Ein Tropfen gegenüber dem Meer der Ewigkeit, der Herrlichkeit, die uns bei Gott erwartet. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, heißt es mal in der Bibel. Wir richten es uns hier schön ein auf der Erde. Die Jahrzehnte gewöhnen uns sehr daran, wie es hier ist. Wir bauen unser Haus hier auf der Erde und vergessen oft, dass eigentlich die Erde nicht alles ist, dass diese 60, 70, 80 Jahre hier nicht alles sind. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gott hat mehr für uns bereit. Mehr, eine Herrlichkeit jenseits dieser Welt. Die Bibel sagt, es macht einen Unterschied, wie wir leben. Unser Weg hier auf der Erde hat eine Auswirkung auf unser Leben in der Ewigkeit. Stellt euch das mal vor, wie wir hier in diesen 70 Jahren, 80 Jahren, welchen Weg wir gehen, das hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Es ist ungefähr so, als wenn ich hier in Richtung Werther gehe, dann lande ich in Werther. Wenn ich in Richtung Halle gehe, dann lande ich auch in Halle. Und so sagt die Bibel, wenn wir hier auf der Erde lernen, mit Gott zu leben, uns einüben in Glaube, Liebe und Hoffnung, dann werden wir die Ewigkeit auch so verbringen bei Gott. Und wenn wir unser Leben uns an die Erde klammern, wenn wir von Gott nichts wissen wollen, dann werden wir auch in Ewigkeit von Gott nichts wissen brauchen. Dann dürfen wir und müssen eine Ewigkeit ohne Gott sein. Sollten wir hier nicht alles daran setzen, dass wir uns gut vorbereiten auf eine Ewigkeit? Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo Motten sie nicht fressen können und wo Diebe sie nicht stehlen können, sagt Jesus. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ich will so leben, ich will meinen Weg hier so gehen, dass ich weiß, dass das hier nicht mein Zuhause ist, dass ich die Ewigkeit vor mir habe. Ich will mich einsetzen mit meinen Gaben, mit all meiner Kraft, um Gutes zu tun, den Menschen zu dienen und Gott zu dienen. Aber wenn das Zelt auf dieser Erde mal wehtut und mal ein bisschen kaputt geht, dann hänge ich mein Herz nicht dran. Ich weiß, es ist nicht alles. Im Himmel wartet eine prächtige Wohnung auf mich. Jesus selbst baut sie. Und deshalb laufe ich hier meinen Weg durchs Leben fröhlich, weil ich weiß, ich habe noch ein Zuhause, eine himmlische Heimat. In alten Liedern ist häufig von der Ewigkeit die Rede. Da heißt es zum Beispiel: Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.